Oldenburg ist bekannt dafür, eine fahrradfreundliche Stadt zu sein. Und wer hier öfters unterwegs ist, weiß, dass die Oldenburger viel mit dem Rad unterwegs sind. Gerade zu Stoßzeiten ist dies aber nicht immer ganz ungefährlich. Oldenburg ist sicher im Vergleich zu Städten, wo Radfahren weniger üblich ist und der Radverkehrsanteil niedriger ist, fahrradfreundlich. Dennoch kann man, glaube ich, nicht sagen, dass Oldenburg einfach so eine Fahrradstadt wäre, nur weil der Radverkehrsanteil eben sehr hoch ist. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Und das belegt auch die Unfallstatistik aus dem letzten Jahr der Polizeiinspektion Oldenburg-Ammerland in Bezug auf Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren. In Oldenburg haben wir leider eine sehr große Zunahme. Die Unfälle insgesamt mit Radfahrern haben um 18% im letzten Jahr zugenommen im Vergleich zum Vorjahr. Was uns aber noch viel größere Sorge macht, ist der Umstand, dass die Radfahrer, die sich bei diesen Unfällen schwer verletzt haben, die haben um 40% zugenommen. Nach diesen Statistiken haben bei Unfällen mit schwer verletzten Fahrradfahrern die Radfahrer selbst für die Hälfte aller Fälle dazu beigetragen, dass es überhaupt zu einem Unfall gekommen ist. Hauptunfallursache ist dabei die Benutzung der falschen Fahrbahn. Jette Müller, Radaktivist aus Oldenburg, sieht die Verantwortung aber auch bei den Autofahrern. Insbesondere wenn der Radfahrer auf der Fahrbahn fährt, wo er als Fahrzeug laut Straßenverkehrsordnung hingehört, gerade dann wird der Autofahrer oft ungehalten, akzeptiert ihn nicht auf seiner Fahrbahn, überholt knapp, hupt teilweise, was einfach nicht geht, weil letzten Endes sind wir ganz normale Verkehrsteilnehmer, die das Recht haben, auf der Straße zu fahren. Allerdings ist es so, dass von 59 schwer verletzten Radfahrerinnen und Radfahrern im vergangenen Jahr 29 von ihnen entscheidend dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zu einem Unfall gekommen ist. Fakt ist also, dass sowohl die Radfahrer als auch die Autofahrer nicht ganz unschuldig an den Unfallursachen sind. Die Polizei sieht anhand der Statistiken noch ein ganz schwerwiegendes Problem. Was uns gleichermaßen zunehmend Kummer bereitet, ist die Smartphone-Nutzung auf dem Fahrrad. Man sieht immer mehr Fahrradfahrer in Oldenburg durch die Gegend fahren, die zeitgleich auf ihr Smartphone gucken, WhatsApp-Nachrichten schreiben und für den Augenblick sind sie völlig abgelenkt und sehen auch nicht mehr, was rechts und links oder vor ihnen passiert. Ein immer größer werdender Faktor, was die Verkehrsunfälle in Oldenburg betrifft. Soziologe Roman Eichler sieht vor allem in einem Punkt Verbesserungsbedarf. In erster Linie würde ich sagen, bei der Akzeptanz des Fahrrads als Fahrzeug, als Verkehrsmittel, das eben nicht nur am Rande auf Wegen, die mehr oder weniger gut funktionieren, fährt, sondern eben tatsächlich auf der Fahrbahn auch als am Verkehr teilnimmt. Polizei und Stadt sehen derzeit keine schwerwiegenden Knotenpunkte, an denen es häufiger zu solchen Unfällen kommt. Und wenn uns solche Dinge auffallen sollten, dann wird auch in der Verkehrsunfallkommission darüber beraten, wie man damit von allen Seiten umgeht. Natürlich haben wir auch schon in Kreuzungsbereichen an Knotenpunkten, haben wir auch schon gemeinsam mit der Stadt Oldenburg, die dafür verantwortlich ist für die Verkehrsflächen, dafür gesorgt, dass gewisse Änderungen vorgenommen worden sind. Wir haben an einigen Stellen bauliche Verbesserungen, die werden auch nach wie vor fortgeführt, könnten aber sicher intensiviert werden, weil das sicher noch einige Jahre dauern wird, bis das in einem guten Zustand ist. Und wir haben natürlich im letzten Jahr die Aufhebung der Radwegbenutzungspflichten. Das ist in Oldenburg jetzt auch angekommen, hat ein Weilchen gedauert. Das ist sicher ein Punkt, der sehr hilfreich war und natürlich auch die Einrichtung einer immerhin zweiten Fahrradstraße in Oldenburg hat vielen Radfahrenden gut getan. Aber nicht nur die Verkehrsverhältnisse, auch das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss führt zu Unfällen in der Hundestadt. Hauptunfallverursacher sind dabei Bürger im Alter von 25 bis 44 Jahren. Um auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen, wurden in der Stadt schon an mehreren Stellen sogenannte Ghostbikes aufgestellt. Die Ghostbikes, die man hier in Oldenburg an manchen Stellen findet, unter anderem am Bahnhof und in der Bremer Heerstraße, sind Mahnmale für getötete Radfahrer, die hier leider zu Tode gekommen sind, indem sie einfach nur Fahrrad gefahren sind. Und es ist halt auch mit der Autoverkehr, der eben dafür sorgt, dass halt auch innerhalb der Stadt noch Radfahrer zu Tode kommen. Fahrradfahren in Oldenburg. Ein Abenteuer für alle Verkehrsteilnehmer. Und um dieses Abenteuer für alle Verkehrsteilnehmer unfallfreier zu gestalten, wird es in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges zu tun geben.